Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Last of Us. The Last of Us Part 2. Ja, ich bin aufgeregt, wie man vielleicht merkt, denn ich bin nun wieder am Pad. Die Steuerung ist noch so semi da. Sehr gut. Und es wurde uns jetzt beim letzten Mal schon geteasert, dass wir jetzt die Mechanik bekommen werden, dass Hunde eingesetzt werden von den Feinden, die dann unsere Pferde wittern. Und quasi wir nicht mehr einfach irgendwo hocken können und warten, bis der Feind da ist, sondern ja. Die Hunde werden uns wittern und aufspüren. Generell, letztes Mal sind wir halt hier von den Wolves ja geschnappt worden und haben es geschafft, auf ziemlich brutale Art und Weise uns irgendwie zu befreien und haben einige Menschen das Leben genommen. Sind jetzt hier auf einer Schleichmission unterwegs und müssen immer noch versuchen, irgendwie zu fliehen. Und ja, wir sind noch in einer Aufnahmesession. Ja. Also bei uns ist es jetzt ein paar Tage her, wo wir das letzte Mal gespielt haben. Und wir hoffen, wir kriegen es jetzt irgendwie hin. 4 AM. Ah, 4 AM. Ist ein schönes Album. Wisst ihr, ich finde es aber auch nicht gut, dass einfach nichts aufgeräumt wurde in den all den Jahren. Ja, ne? Hätten sie auch mal machen können. Aber putzen hier irgendwie so, aber nö. Ja, das sind die Ressourcen hier aus den Höhe, Holz und Stoff und Fernseher. Relativ unversehrt. Oh, was für Brettspiele sind da? Perfect Pitch. Schach. Chess. Panda Patrol. Silver Screen. What's the secret? Also ich glaube, dieses Chess wird sich nicht durchsetzen. Nee, Chess hört sich nach einem komischen Spiel an. Okay, also wir müssen zur Straße. Und verzeiht, wenn wir ab und zu mal schnauben, niesen, sonst irgendwas. Wir haben nur noch ziemlich Heuschnupfen. Ja. Yes! Ja, und Solan hatte beim letzten Mal mehrere recht erfolgreiche Schusswechsel und einen nicht so erfolgreichen. Das ist aber ganz gut, weil dann werde ich mich nicht so schlecht fühlen, wenn das bei mir ähnlich aussehen wird. So, sprinten war auf was? Linken Stick drücken, oder? Nee, L1. L1, ja, okay. Das war mir wichtig, denn ich habe so ein Gefühl, dass es wichtig werden könnte. So, die Tür mache ich gleich. Prophezeie irgendwie ein Jumpscare. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Keine Ahnung. Yay! Revolver Muni. Teile. 16 Teile. So, die haben ja nichts geplündert hier in ihrer Base. Sir, sollen wir vielleicht die direkt naheliegende Umgebung ab nach Teilen ab? Nein, nein, wir gehen nach da hinten hin. 3 Tage entfernt von hier. Da suchen wir nach Ressourcen. Hier kommt ja jeder drauf. Kein Jumpscare. Doch, verdammt. Ah! Yeah. I think we're good. Alright. Check this out. Oh, die Todesliste. She's one of them. Well, fuck her then. Read the letter. Hat den Brief von den Typen, die wir gekillt haben? Jordan, Isaac's got us posted up on a 2-week at the TV station. Scars spotted in the area. Here's something to hold you over, Leah. TV station. You think she's still there? I gotta find out, right? So, spy all these tall buildings. That way. Okay. Let's go get Leah. Ja, irgendwer muss er die traurige Nachricht überbringen. Du, sorry, wir haben deinen Typen gekillt. Aber er hat auf uns geschossen, falls es das besser macht. Und wollte uns foltern. Und umbringen. Ich meine, gut, er hat vorher auch versucht zu verhindern, dass wir getötet werden. Aber das macht ja nichts. Richtig. Also, Ellie fallen ist echt nicht. Nee, nicht dein Strong Suit. Sie kann nicht fallen. Das ist schlecht. Sie ist Geralt. Das heißt, Ellie kann keine guten Job-Attacks. Das ist nicht gut. Ja. Ich dachte, ich war durchgeladen. Nein. Thanks for the save, by the way. Shotgun müsste durchgeladen sein. Oh, nicht.
Ach ja, das ist erweitert. Wir können 6 Schuss reinmachen. Gut. Revolver, glaube ich, kannst du auch durchladen. So, those are the wolves. They're really armed. Yeah, they are. Do you think there were gonna be this many of them? Tommy said this was a possibility. No. Does that change anything for you? No. Ja, so viel Munition haben wir leider nicht. Keep an eye out for patrols. There were a bunch trying to smuggle out around here. How many? I passed 2, but I got a feeling there were more. Once they realize we're out of the school and that we killed their fucking friends. Scheiße, wir schwänzen. Ich bin nicht eh 18. Schule ist bestimmt schon längst aus. Ah, wir können, ja, wir können uns eigene Entschuldigung schreiben. Siehst du? These people are not like us. What if we'd been refugees? What if we, I don't know, had intel they needed? It doesn't seem like they care about that. Schau mal. Also hier der Rasen müsste auch mal wieder gemäht werden, ne? Haben sie auch alles schleifen lassen. The Wolves. Alles Faulpelze. Pool ist auch nicht gereinigt. Ach, unfassbar. Jetzt im Pool ist ein Alligator. Oh nein, Leiter ist gebrochen. Wie kommst du Pool nicht mehr raus? Naja, gut. Ist schon eine hübsche kaputte Stadt. Oh. Na? Wirkt für mich fast, als ob da irgendwas wäre. Aber anscheinend noch nicht. Why didn't they kill you and Tommy when they had the chance? I don't know. It seems reckless. Maybe they're dumb. Naja, also. Oh, ja. What? Could be that you just weren't who they were looking for, so they let you go. Yeah, well, they did beat the shit out of us. The one guy, Jordan, kicked my face in. Yeah, but why do you think that they didn't finish it? It doesn't matter. They fucked up. They did. Ach so, wo sie Joel getötet haben, so meinst du? Na, aus irgendeinem Grund wollten sie einfach nur Joel töten. Das war ihre Rache. What was the name of the girl in the note? The one in the TV station? Leah. Was she the one? Was she the one with the braid? No. Only thing I remember about her was the sound of her crying over that sadistic fuck's face when I sliced him open. So, how do you want to handle her? Find out what she knows. Find out where the others are. Go from there. You gonna ask her why they did it? Yeah. Naja. Jogging memories of stuff Joel said about his past. Hier draußen liegt da wieder nichts, weißt du? Naja, what are the chances he did stuff that you don't know about? Hi. Wollte gerade sagen, sehr groß. He wasn't wasn't very big on sharing. I wonder what Tommy's making of all this. He probably know more about all the people Joel crossed. Hm. Hier könnte ich dann auch hinten raus. Also es wird auf jeden Fall noch ein Kampfgebiet, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist auch nur irgendwann Secret Loot. No Loot. No Loot. Aber du kannst vielleicht in das andere Zimmer rein. Ja, ja. Sneaky, sneaky. Lappen! Ein Glück. Krieg ich niemals dachte, die Lappen ignorieren. Ich dachte schon, wir kriegen keine Lappen mehr. Ja. Ja, dann. Das ist so der Fall, wo ich es dann mache, weil. Ja, jetzt würde man ja einfach nur Zeug verschwenden. Why not? We take it. Oh, Karte. Wen haben wir denn heute als allererste? Ja. Ach. Rockefeller. Oh, der hat nicht 100 Brain. Echter Name Norman Striker, Intelligenz 60, Musikkraft 100, zugehört zur Society of Champions. Die Krönung des Schaffens des. Achso. Krönung des Schaffens des Immobilien- und Baulöwen Norman Striker war das Spark-Hauptquartier. Sowohl der sichtbare Teil als auch der riesige unterirdische Laborkomplex. Doch als er in ein geheimes Experiment hineinstoppelte, versuchte
Lauren Faucon, ihm per Baugrum springen, loszuwerden. Als es der Society auch schließlich nicht gelang, Strike aus dem Schutz zu ziehen, machte Dr. Stan die Steine zu einem Teil von ihm. Klar, Rockefeller ist jetzt von Kopf bis Fuß durch eine Steinrüstung geschützt und hat sich zum Ziel gesetzt, das Spark-Hauptquartier Stück für Stück auseinanderzunehmen und erkennt es besser als jeder andere, neutraler Held. Of course. Ja, das. Oh nein, unser Boss ist in Schutt und Asche gelegt. Verschmelzt ihn damit. Das ist jetzt nicht so der kreative Held. Ich finde den Stirnungsgeschichte lustig. Naja, das schon. Aber im Prinzip ist er ja das Ding. Jo. Kannst du eigentlich von wenn du da hinten lang gehst, in die anderen Zimmer rein? Ich glaube nicht. Und vorne geht's ja nicht. Ich glaube nicht. So, hier. WRF-Erreger müssen verfolgt werden. Allen Anweisungen von WRF-Soldaten ist Folge zu leisten. Federal Kollaborateure werden explodiert. Das Verlassen zu den Zungen ist eine Genehmigung erforderlich. Die Sperrstunde bleibt bis auf weiteres Interacht. How old do you think this is? At least a few years. They probably put it up right after everything went down with the military. It must have been scary for all these people. Nope. Okay. It'll first happen. The outbreak, then Fedra, then the wolves. I wonder how many stuck around and joined these WLF fuckers. Good question. Ja, wahrscheinlich viele, weil sie keine andere Wahl hatten. Weil wahrscheinlich die, die sich nicht angeschlossen haben, wurden vertrieben oder getötet. Und vertrieben ist gleichzusetzen mit tot in dieser Welt. Würde ich das mal vermuten. Ja. Oder so gut wie tot wahrscheinlich. Ja. Weil alleine ohne Gemeinschaft in der Zombie-Apokalypse zu überleben, ist nicht schön. Da müssen wir wahrscheinlich dann lang, ne? Ja, da ist schon das Ding zum Schieben. Ja, ja, ja. Müll wurde auch nicht weggebracht. Was alle können Folge. Die eigentlich? Wo ist denn die BSR? Was soll denn das? Na gut, okay. Da auch rüber, oder? Vielleicht ist das nur ein extra, ein Secret? Das kann auch sein. Da waren wir ja schon drin. Ja, gut, du kommst sonst dann in das andere Gebiet gar nicht hin. What are you doing with that? It's stuck. Oh. Hey, maybe try getting it off the curb. Okay, du sollst schieben. Okay, dann von der Seite. Dann geht das jetzt. Ach so. Yes. Okay. Did it. Now what are you gonna do with it? Moment, Moment, Moment. Was legt ihn an? Moment, 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 Moment. Power Ellie. Und perfekt. Passt. Dann soll ich da nochmal gucken. Aber ich denke, wenn, dann wäre eher das hier das Secret, ne? Ja. Würde ich auch mal sagen. I'll be back in a sec. Ja. Ah, ja. I'll keep watch. Was haben wir hier schön? Secret, Secret, we found a secret. Oh, kein Secret Loot. Ah, yes, Lappen. Der Secret Lappen. Eine Secret Notiz. Wilf, wir wurden letzte Nacht ausgeraubt. Es war Jimmy. Ich hoffe, das ging allein auf sein Konto. Wenn ihr Probleme habt, kannst du mir das sagen. Dein Sohn und du, ihr liegt mir am Herzen. Wir sollten noch mehr denn je aufeinander achten. Es gibt schon genug Kriminelle, die in dieser Stadt das Sagen haben. Wenn. Gib ein bisschen Salz und etwas Wasser hinzu, dann schmeckt es so fast wie das Original. Es ist viel, aber hoffentlich hilft es, dich zum nächsten Sicherheitsbereich zu bringen. Raul. Okay. Wir schätzen noch aus der Fedra-Zeit. Zwei Leute auf dem Fahrrad. Oh. Ein schönes Stockfoto. Electropop. Kaputte Gitarre. Nein! Wie können Sie es zwar die Gitarre kaputt machen? Aha. Oh, was ist das? Fuck is this? Sprengstoff. Sprengfallen explodieren, wenn Gegner sich näher. Drücke R2, um sie abzulegen. Aha. Oh. Wir können jetzt Sprengfallen machen. Cool.
Das könnte praktisch werden. Wenn wir Gegner überraschen wollen und wir sagen so, ach fuck it, Schleiche, wer braucht das? Ah, ein paar Pillen kann man immer gebrauchen. Wie viele Pillen haben wir eigentlich schon wieder? 82. Wir können? Ah, dann machen wir doch mal durch. Boah, dann machen wir das doch hier. So. Sehr schön. Spezialist! Jawohl, wir sehen einen Spezialist. Nichts und niemand kann uns einfach so umbringen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, W, X, Z. Habe ich das richtig gemacht? Du bist ein ganz besonderer Schmetterling. Yay! Jetzt habt ihr auch was gelernt, liebe Kinder, die dieses Video schauen, was ab 18 ist. So geht das Alphabet. Komm mal, Pippi Langstrumpf hat sich auch nicht einer beschwert, dass das falsches Mathe ist. Jo. Okay, wir lernen, Bordsteine sind der Teufel. Ich hasse Bordsteine. Wow! Meine Nase juckt. Ich kann still kind of see the buildings. Sind doch hoch genug. Ja, keine. Let's see. I can kinda see the buildings too. Yeah. Yes, yes. You can also see the buildings. Oh. Pillen. Wo sind Pillen? Das sind keine Kieferkicks, das ist die Allergie. Ha. Suspicious. Haben wir so ein halboffenes Gebiet hier? Hello? Is somebody here? We don't want to actually kill someone. We want just to look around. Huh. Suspicious. No, no, there is nothing suspicious. Wolves. Shit. Es ist gut, dass ihr... Ah, jetzt habe ich sie auch gesehen. Dina, Dina, Entdeckung. Das reicht nicht. Dina? Dina? Dina, wir haben im Podcast gesagt, dass ihr euch jetzt schlauer verhaltet. Würdest du das bitte untermauern? Ellie, was machst du da? Okay, also oben drauf, auf den Dach. Dina? Und da hinten. Hallo? Mädel? Okay, und es wird immer von einer Scar, wird immer von Scar geredet. Also Scars ist auch eine... Organisation. Ich meine, sie sucht Deckung hinter... Aber ich finde schon, wie sie uns beobachtet, wie wir halt hier irgendwie durchs Gras und über Matsch kriechen und keine Ahnung was, voll hypervorsichtig sind und sie denkt sich, was macht die da? Okay, da hinten zwei. Ach, jetzt auf einmal vorsichtig, ja? Da ist der Dude auf dem Dach. Und links an den Gebäudeleiter, dann könnte theoretisch... Wenn er sich wieder umdreht, hochklettern. Ich weiß, wo sind die anderen beiden jetzt gerade? Unter der Seite. Ja, aber kommen sie jetzt. Wenn du hier rüber gehst. Ali, los! Get going! So kann ich. Also, es ist fies, dass man die Kamera nicht so. Gemein. Da ist er. Da ist er, okay. Okay, ich würde mal sagen. Oh Gott, ich dachte, das wäre. Ich dachte, das wäre höher. Ich dachte wirklich, das wäre höher. Nein, 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 nein! Du Sausack! Okay. Boah. You are pretty blind. Oh, das ist ja gemein. Oh, der war fies. Der war wirklich fies. So, jetzt aber. Wir können die nur töten, wir können sie nicht bewusst umschlagen. Nee. Ellie ist... Ganz oder gar nicht. Knapp! Shut up!
Schnell runter, schnell runter, schnell runter, schnell runter, schnell runter. Aber junger Kerl. Okay, so. Also ich glaube, der Maximum ist halt wirklich, dass du einfach sneakst. Also, dass du sie gar nicht erst da. Aber andererseits dadurch, dass das Spiel uns auch so oft zwingt, wirklich Leute zu töten, ist auch mittlerweile egal. Oh. Drop a tank! Sind zwei. Da, drei. Drei. Ich glaube, der geht immer hier rum und die laufen immer da lang. Ja. Das Problem ist, glaube ich, wenn ich runterdroppe, denke ich schon, dass der mich hört. Möglich. Du kannst auch hier die Leiter runter. Oh, der ist jetzt unter dir im Gebäude. Okay, ja, ich hole mal die Leiter, würde ich sagen. Also runter mal irgendwie. Ja. Außenrum. Oder ist ganz rechts noch eine Leiter? Nee. Nee. Achso, du kannst auf das Auto dann runterhüpfen und so weiter. Und da lang. Achso, man kommt hier gar nicht rüber, oder doch? Ich glaube nicht, das ist wahrscheinlich so hoch, oder? Ja, doch, doch, geht. Also sind ja hier zwei Typen, ne? Ja. Die jetzt immer wieder entgegenkommen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht besser wäre, erstmal rechts rum und die eine Person auszuschalten. Vielleicht, ja. Also unser Lauschradius ist wirklich nicht so sonderlich weit. Nein. Ich muss sagen, also wie gesagt, dass die sowas machen, ist fies. Ja. Aber dass er mich gesehen hat, war schon lustig. Ja. Nicht gesehen hat. Okay, also die beiden bleiben stur beisammen. Wir werden sowas mal im Arsch in der Apokalypse jetzt mit unserem Heuschnupfen. Ja. Ja. Leise. Hachi! Fuck! Guck mal, die haben gar keinen Diversity, gar keinen Allergiker in dem Game drin. Ja, echt, was soll das? So, da ist der. Punktabzug. Dina! Dina! Wir nehmen das aus TV, aus dem ersten Druck-Podcast wieder zurück. Ich kann mich nur wiederholen. Elli hat deinen Arsch bestimmt gerne im Gesicht, aber nicht jetzt! Falscher Zeitpunkt! So, ich sneak hier mal rein. Dip, 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 dip. Der hat einen Knüppel. Ja, der wird weggeknüppelt, wird er. Nee, weggemessert. Ah, fuck. Rauf, 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 rauf. Ah, shit. Können wir noch in Deckung gehen? Ihr fiesen Fieslinger. Das könnte ich sehen, oder? Er sieht ihn. Oh Gott! Ruf da! Holy shit! Oh! Fuck, der hat dich. Da muss es kämpfen. Da. You better start! Headshot. Ja, ja, jetzt ist er schnell noch wechseln. Okay. Das war aber. Das halbwegs okay. Anscheinend nicht. Wenn dann diesmal ihr das sagt, sind alle tot. Ja, das ist ein netter Hinweis. Okay. Du Sau, du hättest all das vermeiden können. Echt? Du Sau sagt so, hast deine. Das ist noch voller als unser. Ja. Sehr gut. Riecht nix? Ich sure hope not. Das sind schon wirklich nicht. Ne. Was auch den hier vom Fenster, aus dem du den Headshot gegeben hast. Also die haben ihre eigene Base gelootet? Was? Nein. Eigene Base looten, wer macht denn sowas? Was ist das hier? Das ist Nancy. Ich bin es, Graf Dracula. Ha, ha, ha. Mit Dina ein Teddy schenken. Anything in here? Just Halloween stuff. Some of this stuff is funny looking. I'm not a fan. Ah, okay. Das deute ich mal als Anspielung an den DLC. Ich wollte gerade sagen, kommt jetzt keine Andeutung.
zum DLC. Kann schon sein, ja. Ja, ich muss auch zugeben, wahrscheinlich in der Zombie-Apokalypse Fan von Horror zu sein, ist schwierig. Ja, beim DC findet sie ja mit Riley dieses Horror-Abteil. Ja, die Masken. Machen nach Schabernack und das ist ja sozusagen ihre letzte Erinnerung, so gesehen, an sie. Ja, ihre erste Liebe. Du, Dina, habe ich dir eigentlich mal erzählt, wie das mit meiner ersten Liebe ausgegangen ist? Nein, wieso? Ja, ich genau genommen habe ich es dir letztens erzählt, aber du hast mir ja nicht geglaubt. Tücher. Yes. Oh, so Tücher. Aber guck mal, Ellie ist auch wählerisch, ne? Bügeleisen oder elektrischer Stuhl? Man weiß es nicht. Beides gleich sind. Guck mal hier. Man könnte jetzt argumentieren, dass da ziemlich viele Tücher liegen. Nein. Das sind alles synthetische Tücher. Wir brauchen Baumwolltücher. Das ist alles Synthetik, was hier ist. Verstehst du? Ja. Es geht nur die guten Baumwolltücher. Oh, wir können Sprengfälle basteln. Her mit dem Sprengstoff. Prophezei, dass ich irgendwann mit so einer Falle selber treffen werde. Meist zu nah, weil ich flüchte, sie irgendwo ablege und dann sind die Gegner schon da. Und sprengen mich gleich mit, so, da kommen wir her. Das wäre lustig. Da war ich schon drin, okay. Also das, den Laden noch gehen, das Grüne, das Bistro? Das Bistro? Links. Das da. Achso. Na gut, da war ich ja gerade auf dem Weg. Ich glaube aber nicht, ich glaube es ist... Sieht sehr... zu. Wären wir ein Kind, würden wir da durchkommen. Als Erwachsene, ist undurchdringbar. Ist nicht mehr möglich. Und da wird es ja wahrscheinlich lang gehen, weil Dina stolziert da lang. Ey, Dina spoilert voll. Lerne deine NPCs zu lesen, obwohl es irgendwie hier richtiger hier ist. Richtiger. Nee, da sind die Gebäude auch, wo wir hinwollen. Verzeihung, Dina, ich habe dich falsch gelesen. Das müssen wir noch üben, die NPCs richtig zu lesen. Du kennst mich gar nicht. Das ist korrekt. Theoretisch wäre es seit kurzer Zeit in Ellies Körper mit dir an unserer Seite. Eine dunkle Gasse. Nur Zaun. Achso, okay, beide Seiten. Schön. Da lang. In diese Richtung halt, ja. Du kannst aber ganz kurz zurückgehen und in die Richtung gehen, wo die NPCs hergekommen sind. Die Feinde. Aber da kommen wir doch her. Na, wir sind ja von der Seite gekommen, wir sind nicht von der Seite. Ja, aber es müsste zum selben Ort führen. Aber vielleicht sind da, wo sie langgelatscht sind, noch irgendwas. Bist du über die Pfütze gehüpft? Ja. Schön. Springen ist auch nicht ihr Strong Suit. Sie kann gut töten. Das ist ja das Wichtigste, ja, guck hier ist. Ich bin aber nur da. Ich habe mich entschieden, hier rumzugehen. Und hier waren die. Schauen wir kurz rechts weiter. Hier bin ich ja vorne auch reingerannt, einmal. Ach, okay. Na gut. Obwohl, ich bin da rum, ne? Deswegen. Hier war ich noch nicht. Das ist der Zaun, ne? Ja, okay. Ja, gut. Okay. Mal gehen weiter. Ja, ne, man hätte theoretisch jetzt auch sagen können, okay, wenn sie alle wegschauen, einfach schnell vorbeischleichen. Ja. Und jemanden töten. Platsch, platsch. Aber das würde ja irgendwo auch nicht zur Story passen. Kannst du bitte aufhören, mich aus der Deckung zu drängen? Fräulein. Okay, die gehen da lang. Können wir euch einfach ignorieren? Ja, dann müssen die bedenken, dass sie plötzlich hinter mir stehen. Weil sie hochgelaufen sind. Wir fließen natürlich. Eine alte Tankstelle. Hier gibt es bestimmt noch Teile. Eine Tankstelle? Eine Tankstelle. Wem danken die denn hier? Den Autos.
Teile! Noch mehr Teile! Give us all the Teile! Muni ist auf. Oder das Auto, unter dem Auto, rechts. 18.14. Was soll damit? Ah! Aber ich glaube, wir sind jetzt gerade noch. Oder 50 Teile. Irgendwas wollten wir machen, aber ich weiß nicht mehr was. Schaden von Gewehr. Ja, ah, stimmt. Das war zum Beispiel was. So. Machen wir so. So. Alter, lauf ab. Shit. Moment, Moment, wir sind gleich soweit. Die sind ganz nah. Ellie. Evakuieren. Licht aus. Was heißt Oma? Oh Gott, um Gottes Willen. Schau weiter nach rechts, ganz kurz. Okay. Das sind alle auf der anderen Seite. Die kommen hier rum. Fuck, aber da draußen habe ich. Nein! Bist du die einzige, ja, ne? Nein, hinter dir ist noch jemand. Glaube ich. Licht aus! Warum war das denn schon wieder an? Keine Ahnung! Oh nein! Das war's! Ich mache hier nichts! Freundin bin ich! Alter, verdammt lange braucht man, um was zu machen. Sehr gut, Dina. Hinlegen? Geht das so? Oder ist das schon Baller? Dina, leg dich hin, Mann! Frau! Geliebte! Bei Geliebte hat sie reagiert. Siehste? Also noch alles, das war noch zwei. Oder? Ach, Dina musste wieder ein Statement machen, ja? Nenn mich Geliebte. Jetzt, schnell. Und weg hier. Shut. Das heißt, finde ich ein bisschen doof, dass ich nur killen kann. Nicht ohnmächtig machen oder sowas. Oh, Axt. Axt müsste effektiver sein als. Ja. Nee. Ich will. Axt! Da. Na! Ja! Axt! Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Hast du den Pistolenschuss jetzt aufgenommen? Hab ich, ja. Okay. Oder die Zimmerfrau. Da ist sie. Got you. I got you on my side. Take on me. Übrigens wurde das Video geclaimed dafür. Für das Take on me Cover. Nein! Ja. Scheiße. Also, ist ja nicht schlimm. Sei ja nur, wir können sich monetarisieren, aber fand ich interessant. Habe ich mir überlegt, ob für so ein Cover, ob das auch. Naja, das ist sehr zielt. Schnell. Du siehst nicht das hohe Gras sich bewegen. Beute. Nur der Wind. Ah, was machst du jetzt? Darum, okay. Er sieht einfach aus wie Jesse. Ja. Das ist Jesse. Ellie, bist du hier? Ja! Shut it! Alter, das ist so brutal. Aber ich hab dir doch gar nichts getan. Hinter uns! Moi, Dina! Geh aus dem Weg, Mann. Frau, Geliebte. Und wieder bei Geliebte hat sie reagiert. Achten Sie nicht das sich bewegende Gras. Ja. Okay, aufstehen hinterher. Geht klar. La 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 la. La 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 la. I got you, babe. So. Wie Infizierte! Infected. Rechts. Ah, ich hab mir fast gedacht, dass sie das machen in dem Teil. Dass Infizierte und normale Gegner gegeneinander kämpfen. Und Infizierte gehen auf die Typen los. Da ist ein Klicker.
Tja, ich glaube, die Wolves haben gerade schlechte Karten, da die Hälfte ihrer Streitkräfte tot ist. Das waren wir nicht, das waren die Klicker. Wir können jetzt auch scharfe Klauen benutzen. Können wir nicht benutzen, weil der Kampf gerade ist. Ich glaube, es ist nur da hinten, wo die Klicker sind jetzt. Ist ein Snickers. Ich glaube, mit Ellie könnte man sie ja wirklich machen. Ich werde sie alle töten. Keine Gnade für keinen. Aber vielleicht hatten sie Gründe. Keine Gnade. Ist ein Snickers. Immer wenn du hungrig wirst, musst du zur Killerin. Besser. Besser. Du musst dich töten, wenn du hungrig bist. Ist ein Snickers. Müssen wir jetzt hier Werbung irgendwie einblenden? Wahrscheinlich müsste man das, ja. So. Oh, pass auf, jetzt kommt Ellie die Rebellen. Ab ins Männerklo. Auch hier, ich bezweifle, dass es diese Trennung in diesem Szenario noch gibt. Aber gut. So. Nö. Irgendwas lag auf dem Boden? Eine Flasche. Ich. Dina, lass das! Okay, na dann. Warum was hier im Laden? Du kannst. Ach, da auf dem Boden, gleich vor dir. Irgendwas. Ein gegessener Snickers. Das macht mich wütend! Und hungrig! Jetzt muss ich wieder alle umbringen. Verflucht! So viel Alkohol. Lass dich mal treffen! Ah ne, du stirbst aber gleich. Ja! Das ist das Motto. Flawless oder sterben? Das ist. Es gibt nichts dazwischen. Ja, aber bleiben wir Medikits für mich. Das ist in Ordnung. Ich meine, damit bereite ich mich ja mit meinen No Best Runs in Dark Souls auch drauf vor. Flawless oder sterben? Das stimmt wohl, das ja. Das ist. Das Motto. Ah! Seid ihr jetzt infiziert oder ist jemand da wegrennt? Nee, das sind Infizierte. Aber die scheinen auch immer noch. Nee, die kämpfen gegen mich. Ich glaube, es war einer, der wegläuft und ein Infizierter hinter ihm. Ah. Weiter rechts. Schock. Dachte gerade, einfach niemand läuft neben mir. Erkennst du denn mit deiner Geliebte, Ellie? Mann, Frau, Geliebte. Das ist nicht mein Wort, das ist Ellies Identifikationsprozess. Mann, Frau, Geliebte. Geliebte. Okay, da ist ein Klicker. Jetzt aber weiter rechts. Ist das jetzt doch da? Oder haben die es jetzt gegenseitig umgebracht? Ich weiß es nicht. Ich habe ja eben geguckt da drüben hin. Ne, das ist kein Klicker, würde ich sagen. Das ist ein Infizierter. Der ist zu schnell für einen Klicker. Ja. Also nochmal rechts bitte schauen. Ich will ungern, dass der mich sieht, offen gesagt. Das war der Klicker. Da. Also der Infizierte lebt. Das heißt, der Mensch wird tot sein. Oder kannst du theoretisch eine Flasche werfen und zurennen und umbringen? So, ich bin jetzt ja eigentlich gesneakt. Gesundheit. Danke. Genau. You are dead! Ignorieren Sie uns! So. Hast du Loot? Kein Loot. Tust du. Okay, ich werde mich jetzt mit so wenig wie möglich anlegen. Bring doch oben, wäre der Loot. Bin da echt. Auf welches ich denn da hinten? Außerdem sind da, ich glaube, da sind zwei. Weil der war nämlich eben noch hier und jetzt guckt da hinten einer rum. Morgen. Was ist denn Land hier? Guckst du. Sehr, solange glaube ich noch irgendwelche Gefahr ist, reden die nicht miteinander, Andy und Dina. Dann verpassen wir schöne Gespräche. Das war ziemlich nah. Es wird geklickt. Dina, would you please stop?
Kannst du dich vielleicht minimal leiser bewegen? Es ist aber nur so eine Idee. Ich schleiche. Desinfizierter. Das ist ja auch das, wo sie rausgekommen sind, ne? Das Gebäude hier. Doch, Klicker? Also es klingt eigentlich wie ein Klicker. Das ist super schnell bewegt. Ja, die sind jetzt ja nicht langsam, aber ich glaube, die Infizierten sind halt... Obwohl, die Klicker können auch rennen. Oh. Eine Sekunde bitte. Last round, Survival Magazine. The camouflage is... Wir lesen es gleich. Tarnung, das klingt gut. Das klingt gut. Der kommt, glaube ich, nicht durch die Tür, ne? Anscheinend nicht. Das ist noch eine Notiz. Ey, du. Wir lesen das alles gleich, gut. Was, der ist schon wieder weg? What? Bleib doch! Verdammt automatischen Türen! Bleib doch auf! Warum haben alle Türen Automatik heutzutage? Ist doch furchtbar! Ich sehe das auch so, Herr Klicker. Ja, ja. Bin da Ihrer Meinung. Oder Frau Klickerin, das konnte ich noch nicht erkennen. Was haben Sie da zwischen den beiden? Zeigen Sie mal. Und jetzt kommt, ach, ich gehe jetzt mal durch. Und, oder, danke. Oh, shit. Laut, ist. Geht von vorne, okay. Nein, Sprengstoff. Meine Reaktionsgeschwindigkeit ist aber auch so. Ich. Das müssen wir nochmal üben. Von mir. Ballern! Wir werden die Dinger nicht einsetzen. Ach Gott, da werden schon diese Situationen noch kommen. Ich bin nur halt in Last of Us halt auch so. Auch wenn wir auf normal relativ viele Ressourcen bekommen. Sammelkarte, Dr. Stem. Das ist ja schon nicht unnötig. Ja. Ich sage Intelligenz 100. Ja, definitiv. Jawoll! Echter Name, Upal Roy, 140. Champions. Upal Roys Eltern starben an Krebs, als sie noch klein... Was? Mein Upal Roys Eltern starben an Krebs, als sie noch klein war. Sie widmete daraufhin ihr Leben der Wissenschaft, da niemand mehr den Schmerz und Verlust erleben sollte, unter denen sie als Kind gelitten hatte. Heute ist sie als Dr. Stem bekannt und arbeitet mit Ärzten und Wissenschaftlern aus aller Welt an Lebensrettung und verlängernden Technologien. Außerdem unterstützt sie die Society of Champions dabei, Sparks eher schändliche Pläne mit ihrer eigenen Technologie zu stoppen. Ihre Hartnäckigkeit und ihre Weigerung, Niederlagen zu akzeptieren, sind wohl ihre größte Stärke als auch ihre größte Quelle der Qual. Heldin. Schön. Dr. Stem. So, da kommen wir her. Ja, Toiletten. Alkohol aus der Toilette. Hm. Jawohl, die Pillen vom Klo. Gesundheit. Danke. Oh Mann. Es tut uns wirklich leid. Es ist momentan echt. Sag mal, also. Komm schon, Ellie, es ist jetzt schon wieder 5 Minuten her. Könnt ihr mal kurz knutschen? Ach so, das wird auch hier rein, okay. Hallo, ist hier wer? Seit Resident Evil vermute ich da immer erste Hilfesprays. Also, oder Mini-Packs. Dina! Ellie, wirst mein Hintern. Gut, aber nicht jetzt! Da ist jemand tot. So, wo ist denn Atze Peng hier? Der muss doch irgendwo hier rumgurken. Bei der Tankstelle ist der. Ja, aber es ist doch noch einer weiter hinten rumgegurkt. Ich glaube, das ist der von der Tankstelle hier. Hm. Steh doch mal auf, das ist ein einziger letzter Kerl. Naja, wir haben ja echt viele gesehen, also es müssten ja... Das war ein Klicker und zwei Infizierte. Also da hinten. Die rausgerannt sind, waren mehr. Vorhin. Das war nicht mehr. Das waren drei Personen, die rausgerannt sind.
Immer diese Infizierten. Komm, nimm eine Flasche, stürm auf ihn zu, schmeiß ihn ins Gesicht und kill ihn. Du schaffst das. Komm schon, komm her! Bam! Und... Zack! Den Move finde ich cool. Zack. Ah, nein! Haben wir's? Eine wilde Diener erscheint. So, gut. Ich musste mich doch noch nicht mit den Hunden anlegen. Ach, scheiße. Begegnung neu starten, 29 Minuten. Eieiei. Aber gespeichert vor einer Minute. Sehr gut. Nee, musst du nicht. Hast du aber Glück gehabt. Ich hoffe mal, ich muss nächstes Mal auch noch nicht, sondern das fällt irgendwie auf dich zurück. aber ich habe so leicht befürchtet, ich werde es erwischen. Egal, bei wem von uns die Hunde kommen. Ach, weißt du was? Ich habe heute schon so viel. Nein, ich verstehe. Spiel du. Nein, wir werden uns da durchquälen, wenn es denn soweit ist. Seid denn auch ihr gerne wieder mit dabei, wenn die nächste Folge natürlich drin ist. Schreibt gerne in den Kommentaren, wie ihr es bisher findet. Wie gesagt, bitte keine Spoiler in irgendeiner Form. Schaut gerne ansonsten hier noch die ganzen anderen Projekte bei Graumen Gaming, zum Beispiel ein Dark Souls, No Death Run, Star Wars Jedi Fallen Order und, Persona 4, Cyberpunk Chronicles, vieles mehr. Ansonsten seid gerne mal live mit auf Twitch dabei, wir haben eine kleine, tolle Community, freut sich über jedes neue Gesicht und wir haben unseren Podcast-Channel Graumen Entertainment, da gibt es zum Beispiel auch einen Ersteindruck-Podcast zu The Last of Us 2, ja. Wo ihr unsere ersten Meinungen von den ersten paar Stunden, die ihr natürlich hier schon als Let's Play gesehen habt, wehe, wenn nicht, dann müsst ihr nachholen. Und das könnt ihr trotzdem mal richtig anhören. In gebündelten Form sozusagen. Ja. Und wenn wir durch sind, wird es auch ein Review- und ein Spoiler-Podcast geben. Richtig. Und ja, dann habt noch einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wer das hört oder schaut. Bis zum nächsten Mal, euer Ramen. Und euer Bauton. Ciao. Ciao.